vergeben heute zum 14. Mal den Umsicht Wissenschaftspreis. Freuen uns immer wieder, junge Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Journalisten und Journalistinnen für herausragende Arbeiten zu ehren. Und das machen wir von unserem Förderverein aus, unterstützt durch das Wissenschaftsforum Ruhr. Unsere Hauptziele sind, über gute Wissenschaft zu kommunizieren, denn wir sind davon überzeugt, dass es halt für die Zukunft viele wissenschaftlich-technische Herausforderungen gibt, die die Menschen der Gesellschaft auch meistern müssen. Und dafür müssen wir viele Leute begeistern. Nachhaltigkeit steckt in der DNA auch der Energieversorgung Oberhausen und wir stehen jetzt auch im Rahmen der ganzen Wärmewende vor den größten Herausforderungen, die wir je in unserer Branche hatten. Und von daher ist Innovation und Wissenschaft eine Basis, um die Energiewende überhaupt zum Gelingen zu bringen. Wir müssen viel bauen, wir wollen viel bauen. Gleichzeitig bedeutet das Bauen aber erhebliche Auswirkungen beispielsweise auf das Klima. Das müssen wir einfach in den Griff kriegen. Die Wissenschaftler bieten hier Lösungen an, die wir auch letztlich ergreifen können. Unsere Arbeit beinhaltet, dass wir auf den ersten Blick kompliziert erscheinende Themen aus der Wissenschaft versuchen, einem Publikum, das abends um 19 Uhr entspannt fernsehen will, nahezubringen und dabei sie so zu begeistern, dass sie auch wirklich dranbleiben und nicht wegseppen. Das hängt natürlich mit dem Energiesystem von morgen zusammen, dass wir immer mehr fluktuierende Energieträger wie zum Beispiel Wind- und Solarkraft oder auch Tidenkraftwerke nutzen. Und um diese Energie, die ja nicht immer zur Verfügung steht, zwischenspeichern zu können, brauchen wir großformatige Stromspeicher, die überall dezentral im Land platziert werden können. Der Umsicht Wissenschaftspreis ist natürlich eine große Ehre und ich fühle mich sehr geehrt, einer der Preisträger zu sein.